So, ich wünsche euch einen schönen guten Abend und herzlich willkommen aus Wien. Ich bin gerade mal nicht unterwegs. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wir machen jetzt wieder eine kleine Fragesession und ich bin schon ganz begeistert, weil schon ein Haufen Fragen gleich vorab des Streams schon da sind. Von daher werde ich gleich mal anfangen und auf die ein bisschen eingehen. Und ich würde euch einfach bitten, stellt einfach weitere Fragen direkt im Chat. Und dann fange ich erstmal ein bisschen an zu erzählen und dann komme ich dann sicher bald bei euch an. Also, der Heik hat gleich mal gefragt, wie ist es möglich, bei einer Flugbuchung herauszufinden, welches Flugzeug eingesetzt wird? Weil er eben wissen möchte, ob er zum Beispiel die neue oder alte Business Class hat. Bei manchen Airlines, die gerade im Prozess sind, die Bestuhlung umzuflotten. Also ich mache es eigentlich immer so, du siehst es oft bei der Flugbuchung schon selbst, ob du jetzt entweder bei der Airline direkt buchst oder über eine Online-Travel-Agency, da siehst du direkt, was für ein Flugzeugtyp eingesetzt wird, wenn du da auf Details klickst. Wenn du es nicht siehst, dann mache ich Folgendes. Was du auf jeden Fall nämlich hast, ist eine Flugnummer. Also jetzt beispielsweise die LH400. Und diese Flugnummer nimmst du einfach und haust sie in Google rein. Und dann kommst du auf diverse Seiten, die dir anzeigen, mit welchem Flugzeugtyp geflogen wird. Ein Tool, was ich jetzt sehr gerne benutze, ist Flight Mapper, heißt das. Und das ist eigentlich ein Tool, das einfach den Flugplan darstellt von Airlines, von fürs ganze nächste Jahr, weil es ist natürlich so, eine gewisse Flugnummer kann auch von einem anderen Flugzeugtyp ausgeführt werden, kann zu verschiedenen Zeiten starten, je nach Sommer-Winter-Flugplan und dann gibt es auch für bestimmte Tage wieder ein bisschen Änderungen am Schedule. Also da ändern sich oft die Flugzeugtypen. Das heißt, du kannst dir das einfach bei Flight Mapper anschauen, wenn du deine Flugnummer hast, klopfst du da rein und wählst dein Datum aus und dann zeigt er dir das schon an. Aber in den meisten Fällen solltest du es auch so schon sehen. Wenn du jetzt weißt, mit was für einem Flugzeug geflogen wird und wenn du die Airline weißt, dann kannst du einfach zu SeatGuru rübergehen. Und das ist halt eine von den größten Seiten, die fast alle Airlines, alle Flugzeugtypen der Welt haben und wo du dann die Seatmap sehen kannst. Das heißt, du siehst die Bestuhlung und dort findest du auch Informationen, was für Sitze verbaut sind. Und dementsprechend siehst du dann, welcher Flugzeugtyp oder was für ein Business Class jetzt dich erwartet oder erwarten würde. Ich glaube, du kannst es manchmal sogar auch direkt bei bei SeatGuru deine Flugnummer eingeben und dein Flugdatum und dann sollte dir das auch ausspucken. Aber ja, oft siehst du es einfach direkt schon in der Buchung bei den Details. Dann fragt der Flo, was hältst du von Cash und Miles? Also Cash und Miles ist eben die Miles and More Version davon, dass du zum einen Meilen, aber dann auch Bargeld einsetzt, um so den Preis eines Fluges zu reduzieren. Bei manchen Programmen ist das super. Es gibt auch gerade Hotelbonusprogramme, wo das viel Sinn macht. Bei Miles and More halte ich wenig davon, genauso wie bei Flying Blue halte ich auch wenig davon, weil bei diesen Programmen einfach der Gegenwert für deine Meilen sehr gering ist. Jetzt ist es eine Möglichkeit zu sagen, wenn du recht wenige Meilen hast und sie würden dir verfallen, dann kannst du das für Cash und Miles einsetzen. Aber in den allermeisten Fällen würde ich eigentlich eher schauen, dass ich genug Meilen für eine reguläre Prämie zusammenbekomme. Und weil es einfach der Gegenwert recht gering ist. Das kannst du dir eigentlich dann ausrechnen, wenn du dann mal den Flug raussuchst, der beispielsweise 500 Euro kosten würde und wie viel Meilen du dann einsetzen musst, bis du auf 400 Euro runterkommst. Ich meine, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber es sind eben viel mehr, als wenn du dir ein Meilenschnäppchen oder einen regulären Business Class Award buchen würdest. Deswegen, ja, finde ich, bringt es das eigentlich nicht so, wo es halt Sinn machen kann, bevor dir die Meilen verfallen, bevor du die dann für irgendeine Sachprämie verballerst, die du nicht brauchst, würde ich sie dann
eher noch für Cash und Miles einsetzen. Genau, und ja, wie du schreibst, klar, man kann auch die Gebühren damit begleichen, aber es ist halt leider so, dass eben trotzdem du sehr viele Meilen brauchst, um die Gebühren für den Award zu begleichen, beziehungsweise das ist ja kein Award, das ist ein Bezahlticket. Also ich sehe einfach einen relativ geringen Gegenwert. So, dann hast du schon Erfahrung gemacht mit der neuen Panorama Lounge in Frankfurt. Ich war, muss ich gestehen, seit einem halben Jahr nicht mehr in Frankfurt am Flughafen, von daher nicht. Die haben die eröffnet, kurz nachdem ich aufgehört habe, jede Woche über Frankfurt hin und her zu fliegen. Aber ja, wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich sie mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe allerdings erst jetzt nächsten Juni wieder einen Flug über Frankfurt geplant, aber es kann gut immer bei mir sein, dass dazwischen noch was kommt. Aber ja, ich habe auch gehört, sie soll sehr gut sein. Was ich allerdings noch mitgekriegt habe letzten Sommer, ist, dass sie auch in den bestehenden Lounges ja das Catering-Konzept bedeutend verbessert haben, in den Lufthansa-Lounges. Ich habe es dann auch in München gesehen. Also das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Kennst du schon Frankfurt Airport Rewards? Also ich habe davon gehört, ich habe es mir mal kurz angeschaut. Ich kenne das aber nicht wirklich im Detail. Das ist halt ein Programm vom Frankfurter Flughafen, was wahrscheinlich jetzt eher darauf abzielt, dass du am Flughafen mehr Geld ausgeben sollst. Ich kenne das Programm leider nicht im Detail, deswegen kann ich dir jetzt nichts dazu sagen. Ich finde sowas, aber für mich persönlich ist sowas immer eher uninteressant, weil halt solche Programme, ich gebe eh nicht viel Geld am Flughafen aus. Ja, ich kaufe vielleicht mal eine Flasche Wein als Mitbringsel oder ein bisschen Schokolade, aber auch eher selten. Von daher, ja, habe ich mich mit solchen Programmen noch nicht so beschäftigt. Aber ich werde es mir mal anschauen. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, weil ich das jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dieses Programm. Was ich mir aber mal angeschaut habe, war Heathrow Rewards, weil ich auf meiner Homepage mal einen Artikel über British, über einen Executive Club geschrieben habe. Und ja, das ist, denke ich mal, wird was Ähnliches sein. Ja, was ist euer Heimatflughafen? Würde mich auch interessieren. Meiner ist auf jeden Fall Wien zurzeit. Und ja, da bin ich auch am meisten unterwegs. So, KW 81 Wien. Sie hat 36.000 Prämienmeilen. Ach nee, das ist die Kerstin. Hallo Kerstin. Du hast 36.000 Prämienmeilen. Soll ich weitersammeln oder sie mal eintauschen? Ja, das ist natürlich wieder die Frage, was du so machen möchtest. Aber du schreibst ja dann, würde gerne mal Business Class Langstrecke fliegen. Da würde ich auf jeden Fall weitersammeln. Wenn du 36.000 hast, würde ich mir einfach mal noch eine Miles & More Kreditkarte holen. Falls du die noch nicht hast, da gibt es momentan ja wieder 20.000 Bonusmeilen auf die Karte, was ein super Angebot ist, weil so einfach kriegst du und so günstig kriegst du fast nirgends 20.000 Meilen. Und dann wärst du ja schon bei 56.000. Das heißt, dann kannst du dir schon ein Meilenschnäppchen in die USA buchen. Oder wenn du noch ein bisschen weiter sammelst, noch 14.000 mehr, dann bist du auch gleich in Asien, falls du dorthin möchtest. Ja, 14.000 Meilen sind dann auch noch relativ schnell gemacht. Machst dir noch ein Konto bei der Commerzbank auf und setzt halt dann deine Karte, deine Miles & More Goldkarte ein bisschen ein. Und dann kommst du da eigentlich relativ schnell hin. Ja, sonst gibt es auch noch eben die Möglichkeit, immer das noch über ein paar Zeitungsabos zu machen, wo du auch eben die Meilen relativ günstig generieren kannst. Da habe ich auf meiner Homepage auch mal einen Artikel dazu geschrieben. Und hier auf dem Kanal findest du auch ein Video dazu, Meilen mit Zeitungsabos sammeln. Gut. Wie kommst du zu deinen Prämienmeilen? Ja, ich komme zu meinen Prämienmeilen hauptsächlich über Kreditkartenumsätze, weil ich halt in letzter Zeit war ich beruflich ein bisschen weniger unterwegs. Aber wenn ich beruflich viel unterwegs bin, dann muss ich halt viel Hotelrechnungen bezahlen, Mietwagen bezahlen und so weiter. Und das läppert sich einfach. Da sammle ich ganz gut.
Und ja, ansonsten nehme ich halt auch immer die Bonusaktionen mit, die es mal gibt. Also ich wechsle halt auch in halbwegs regelmäßigen Abständen meine Kreditkarten mal wieder ein bisschen durch. Weil nach 2 Jahren oder nach 1-2 Jahren, wenn du meine Karte gekündigt hast und sie dann wieder nimmst, dann giltst du eigentlich wieder als Neukunde. Und ja, da gibt's halt auch dann immer üppige Bonusaktionen, zwar nicht laufend, aber ich halte immer ein bisschen Ausschau danach, poste das halt auch immer auf meiner Webseite. Und dementsprechend, wenn es dann eine schöne, üppige Aktion gibt, wie jetzt gerade wieder mit der Miles More Karte, dann tausche ich selbst auch meine Karten ganz gern mal. Ja, oder letztes Jahr gab es eine super Aktion mit der Amex Platin, wo es 80.000 Membership Rewards Punkte gab. Klar, das ist eine teure Karte mit 600 Euro, aber dafür, ja, hast du gleich so viele Meilen bekommen. Ja, solche Sachen nehme ich halt auch immer dann mit. Das sind auf jeden Fall die Hauptsachen so. So, genau. Gut, die Frage war wahrscheinlich gar nicht an mich gerichtet vom Flo, aber gut, habe ich ja trotzdem mal erzählt. Ja, das ist jetzt ein bisschen Chat mit der Kerstin, aber ich gehe trotzdem auch darauf mal ein. Wandelst du Payback-Punkte in Meilen öfters mal um? Ja, das wäre, Kerstin, für dich auch noch ein guter Tipp. Du kannst Payback-Punkte sammeln in Deutschland ja schon seit langem und seit neuestem geht das auch in Österreich. Und diese Payback-Punkte kannst du in Miles & More Meilen umwandeln. Das Coole ist jetzt an der Sache, dass du Payback-Punkte bei vielen Geschäften sammeln kannst und dass es dann von Payback regelmäßig Coupons gibt, wo du dann 5-fach, 10-fach, 15-fach Punkte bekommst. Und ich habe jetzt beispielsweise vor ein paar Monaten eine neue Spülmaschine kaufen müssen und einen neuen Einbauherd und habe halt dann mich ein bisschen umgeschaut und habe dann eh schon halbwegs gewusst, was ich wollte und habe dann aber gesehen und habe dann gesehen, es gibt's bei Mediamarkt und habe dann bei Payback geschaut und die hatten gerade eine 15-fach-Punkte-Aktion und dementsprechend habe ich dann halt auch noch die 15-fach-Punkte mitgenommen und es waren halt dann trotzdem auch wieder 6.000 Payback-Punkte, die ich zusätzlich zu den Meilen von der Kreditkartenzahlung bekommen habe. Und ja, das sind halt dann auch wieder 6.000 Meilen. Also mit Payback kannst du auch auf jeden Fall ganz schön was sammeln und du kannst sie ja dann 1:1 in Miles & More Meilen umtauschen. So, bei welcher Oneworld Airlines sammelst du Meilen? Ja, das war früher noch die gute alte Air Berlin. Ist es jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr. Ich muss sagen, ich fliege relativ wenig Oneworld zurzeit. Ich war früher, bin ich mehr geflogen, als ich in Kolumbien gelebt habe, bin ich viel mit LATAM und American Airlines geflogen. Ich sammle es eigentlich momentan dann einfach beim Executive Club. Ich habe auch letztes Jahr dann relativ viele Meilen auf einmal bei Iberia gehabt durch diese wunderbare Aktion, die es letztes Jahr gab. Aber ansonsten, ja, lasse ich die einfach beim Executive Club gutschreiben. Einfach weil, dadurch, dass ich da nicht viele Meilen sammle, ist es halt trotzdem eine recht gute Möglichkeit, weil du die ganz gut auch auf Kurzstreckenflügen einsetzen kannst, weil eben die Steuern und Gebühren recht gering sind. Und deswegen, da kommt da immer ein bisschen was zusammen und dann, ja, setze ich die mal ein oder buche für jemand anders mal einen europäischen Award. So, ich habe mal gehört, dass man sich schon vor dem Check-in Sitzplätze reservieren kann. Ja, das stimmt. Das kommt auf die Airline drauf an. In vielen Fällen geht das. Ich mache das eigentlich immer, wenn ich jetzt einen Flug buche oder einen Flug gebucht bekomme, dann logge ich mich direkt ein bei der Airline. Dann bekommst du deinen Buchungscode. Das ist ein sechsstelliger Code aus Buchstaben und Zahlen. Und dann loggst du dich da einfach ein und dann findest du meistens irgendwo die Sitzplatzreservierung. Ich gehe da noch schnell auf SeatGuru, schaue mir den Flugzeugtyp an und suche mir dann eben raus, wo ich gern sitzen möchte und buche den Platz da ein. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Airlines vor dem Öffnen des Online-Check-ins die besten Plätze nicht freigeben, weil sie die natürlich extra verkaufen. Das war früher ein bisschen anders, aber heutzutage schauen die Airlines natürlich, dass sie ja alles extra verkaufen, was denn geht. Und jetzt mache ich das so zum Beispiel, wenn ich
bin letztes Jahr im Sommer sehr viel Lufthansa jede Woche geflogen in Europa. Dann habe ich mir immer nach der Ticketbuchung die Sitzplätze reserviert, also halt einen Fensterplatz, weil ich mich ganz gerne ans Fenster sitze und meine Ruhe habe. Und dann habe ich kurz nachdem der Online-Check-in geöffnet hat, also 23 Stunden vorher, logge ich mich dann ein und ändere den Platz nochmal, weil dann werden die Sitzplätze ganz vorne auch freigegeben und dementsprechend setze ich mich dann ganz vor. Oder manche Airlines geben dann auch die Notausgangsplätze frei und dann setze ich mich auf Notausgang. Also deswegen mache ich das immer im Vorfeld. Und ja, es gibt manchmal Airlines, bei denen das nicht geht. Zum Beispiel bei Turkish ist es manchmal ein bisschen schwierig. Bei Singapur habe ich auch schon erlebt neulich, dass das schwierig war. Da musst du dann anrufen, aber das ist mir persönlich jetzt nur die Mühe wert, wenn ich einen Langstreckenflug habe, weil gut, in Europa ist es mir dann einfach die Mühe nicht wert. So, gut, was gibt es sonst noch? Gibt es einen Sonderfall für Behinderungen, also Leute mit Begleitung, Personen? Ja, also wenn du, klar, wenn du eine Behinderung hast oder auch wenn du mal temporär immobil bist, weil du zum Beispiel einen Unfall hattest, definitiv, dann musst du dich einfach an die Airline wenden. Da findest du auch viele Informationen auf der Seite von der Airline direkt. Und dann kannst du einen Service buchen, dass die dich quasi direkt zum Flugzeug bringen und auch wieder abholen. Also meiner Freundin ist das mal passiert, die hatte einen Skiunfall und war auf Krücken und musste allein fliegen. Und dann, das war damals noch Air Berlin, und dann hat sie da einfach angerufen und das eben dazu gebucht. Das kostet auch nichts. Und dementsprechend, wenn du dann beim Check-in erscheinst, setzt man dich, also in ihrem Fall hat man sie dann in den Rollstuhl gesetzt, weil sie halt nicht wirklich gehen konnte, und bringt dich wirklich ins Flugzeug rein, musst dein Gepäck nicht tragen und man holt dich auch wieder ab. Das gibt's auf jeden Fall. Ja, und das ist auch was natürlich sehr sinnvoll ist. Das heißt, da musst du dir eigentlich keine Sorgen machen. Wenn du eingeschränkt bist, dann wende dich einfach an die Airline und buch diesen Service kostenlos dazu. Und dementsprechend ja, kümmert man sich dann um dich. Ich kenne jetzt natürlich auch Geschichten aus den USA. Vor allem, da gibt es auch Leute, die das ab und zu dann mal, ja, was heißt ab und zu, da gibt es Leute, die buchen das, obwohl sie es gar nicht brauchen. Das ist natürlich unter aller Sau, das gehört sich nicht. Das heißt, aber wenn du das gebrauchen kannst, ruf einfach bei der Airline an, das ist gar kein Problem, dass man dich dort durch den Flughafen bringt. Genau. Gut. Noch ist keine Info über Amex Gold monatlich zu den Gebühren. Ja, ich habe jetzt auch schon gelesen, dass die Amex Gold ist ja kostenlos bisher, dass die das ändern wollen, und zwar angeblich ab März, dass die Karte im ersten Jahr nicht mehr kostenlos ist. Ja, wenn das so wäre, wäre das natürlich ein bisschen schade, weil momentan hast du einfach ein Jahr kostenlos mitnehmen können und dafür 15.000 Membership Rewards Punkte kassieren können. Und ja, das wäre dann natürlich etwas schade. Aber gut, so ändern sich die Konditionen ab und zu mal. Ja, ob man nach 2 Jahren schon als Neukunde geht, gilt, das kommt natürlich jetzt drauf an. Also das war meine Erfahrung. Ich habe eben früher die Karten alle 2 Jahre mal wieder gewechselt. Ja, also ich habe jetzt das 2. Mal eine österreichische Amex Goldkarte, und die letzte hatte ich vor, ja, ich glaube 2 Jahren gekündigt, und das war jetzt kein Problem, habe ein neues Konto bekommen und wieder die 15.000 Punkte mitnehmen können. Was natürlich nicht geht, also die meisten Kreditkartenfirmen und Banken haben eine Sperrfrist drin. Zum Beispiel die Comdirect, die sagt auch ganz klar, Neukunde ist, wer in den letzten, ich weiß nicht genau, 12 oder 24 Monaten kein Konto hatte. Also das steht üblicherweise in den Vertragsbedingungen drin. Da kannst du auch einfach mal nachlesen, wie oft du wo dieses Spielchen machen kannst. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit auch für die Bezahlung der Miete mit Meilen? Also wenn ich die kennen würde, würde ich meine Miete mit Meilen bezahlen. Aber mein Vermieter nimmt leider keine Kreditkarte.
Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein. Vielleicht gibt es die eine oder andere große Wohnungsgenossenschaft, die die Kreditkartenzahlung anbietet, aber mir ist das nicht bekannt. Macht ja auch wenig Sinn, weil immer wenn du als Verkäufer eine Kreditkarte akzeptierst, dann musst du da natürlich auch Gebühren zahlen von 1-3% ungefähr. Von daher ist natürlich die Motivation der Händler oft nicht immer so groß, Kreditkartenzahlungen zu akzeptieren. Gerade hier in unseren Gefilden kennt man das ja auch oft, dass dir dann irgendwo im Restaurant erzählt wird, Bares ist Wahres, wo ich mir dann sage, nee, das ist eher nervig, wenn ich immer Bargeld holen muss, aber gut. Von daher, ich hätte das noch nicht gehört, aber ja, vielleicht gibt es solche Vermieter. Ja. Gut. Philipp fragt, bei welchen Star Alliance Airlines die Steuern und Gebühren sehr gering sind. Ja, das hängt zum einen, hängt das ein bisschen von den Airlines selbst ab. Also es gibt Airlines, die wenig Steuern und Gebühren verlangen. Und dann kommt es aber jetzt auch noch drauf an, mit welchem Vielfliegerprogramm du den Award buchst. Also das ist leider nicht ganz so einfach immer zu durchschauen. Prinzipiell ist es so, dass zum Beispiel Avianca immer recht geringe Steuern und Gebühren hat, auch eben über Avianca Live Miles, ihr eigenes Vielfliegerprogramm. Da habe ich früher viele Awards drüber gebucht. Ansonsten, gute Frage, es gibt einige asiatische Airlines, die auch weniger Steuern und Gebühren verlangen. Pauschal ist das ein bisschen schwer zu beantworten. Dann gibt es natürlich Programme, wo diese eher hoch sind, wie bei Miles & More, was natürlich ein altbekanntes Ärgernis ist. Aber selbst bei Miles & More kommt es jetzt auch völlig drauf an, wo dein Award losgeht. Zum Beispiel, wenn du in den USA losfliegst. Ich habe neulich mal wieder nach First Class Awards aus den USA nach Europa geschaut und habe mit Erschrecken festgestellt, dass sie da fast 1.000 Euro Steuern und Gebühren wollten, wo ich mir echt gedacht habe, hey, ihr habt echt einen Schaden. Während das mit Abflug aus Europa bedeutend geringer ist. Oder jetzt ist es zum Beispiel so, bei Delta Sky Miles, da zahlst du, wenn du aus den USA losfliegst oder vor allem innerhalb der USA fliegst, dann zahlst du $5,60 Steuern und Gebühren für einen Award. Das heißt, da lohnen sich natürlich auch wirklich Economy-Flüge. Allerdings, wenn du mit Delta Sky Miles einen Award innerhalb Europas oder ausgehend von Europa in die USA buchen möchtest, dann zahlst du da ein paar hundert Euro. Hat mich auch immer sehr geärgert, weil ich relativ lang ziemlich viele Delta Sky Miles rumliegen hatte und die irgendwie von Europa nie sinnvoll einsetzen konnte, weil immer die Steuern und Gebühren so hoch waren. Und deswegen habe ich die dann jetzt letztes Jahr in den USA dann mal verbraten. Deswegen ist es ein bisschen schwer pauschal zu sagen, aber ja, prinzipiell Miles & More ist da auf jeden Fall nicht dein Freund. Was auch ein Programm ist, wo die sehr gering sind, ist bei Iberia. Das Avios-Programm von Iberia hat auch oft bedeutend geringere Steuern und Gebühren als das Avios-Programm, also als der Executive Club von British Airways. Und ich fliege nächste Woche nach New York und kurz darauf zurück, und den Award zurück habe ich mit Iberia gebucht, eben mit der Bonusmeilenaktion vom letzten Jahr, und habe bezahlt für New York nach Madrid, ich glaube 36.000 Avios plus 70 Euro Steuern und Gebühren in Business. Und das ist natürlich ein phänomenaler Gegenwert. Zum einen sind es recht wenige Avios und auch sehr wenig Gebühren obendrauf. Und dann habe ich mir noch einen separaten Award gebucht von Madrid nach Wien. Und da habe ich, ich glaube, 35 Euro Gebühren zusätzlich bezahlt zu den 15.000 Meilen. Also es gibt solche Programme auf jeden Fall. Die Frage ist halt, da macht es dann eigentlich Sinn, die Amex-Punkte hinzutransferieren. Allerdings ist es bei, zum Beispiel bei Iberia auch wieder so, dass das Einlösen der Punkte dann hauptsächlich Sinn macht, wenn die Flüge auch von Iberia ausgeführt werden. Also ist jetzt nicht das allerflexibelste Programm.
Gut, was hältst du von EasyJet Plus? Naja, EasyJet Plus ist jetzt nicht ein Vielfliegerprogramm im klassischen Sinne. Es ist vielmehr das Konzept, du bezahlst, glaube ich, 200 € im Jahr und hast dafür einige Vergünstigungen. Also ich glaube, du kriegst bessere Sitzplätze und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ich kenne es jetzt nicht im Detail, weil es für mich persönlich jetzt noch nie relevant war. Aber wenn du viel EasyJet fliegst, dann ist es auf jeden Fall was du dir überlegen solltest, weil du eben einige Benefits hast. Du bekommst sie halt nicht wie bei anderen Vielfliegerprogrammen einfach durch einen Status, wenn du viel fliegst, sondern du musst halt erstmal 200 € auf den Tisch legen, aber hast dann einige von diesen Vergünstigungen. Ein Loungezugang ist da halt nicht dabei, aber eben diese ganzen Benefits wie, ich glaube, Priority Boarding und ein besserer Sitzplatz sind da mit drin. Aber ich kann es jetzt nicht, wie gesagt, genau im Kopf habe ich jetzt die Benefits davon nicht. Aber ja, ich finde das auf jeden Fall eine super Sache, weil ich meine, du musst ja trotzdem bedenken, dass EasyJet ein wirklicher Low-Cost-Carrier ist und jetzt nicht eine Premium-Fluggesellschaft. Und wenn ich, und sie übernehmen ja auch immer mehr Strecken, gerade in Deutschland, nachdem sie und auch in Wien sitzen, jetzt immer mehr, in der Schweiz sind sie ja schon lange aktiv. Gerade dadurch, dass sie sich in Tegel eingekauft haben mit der Air Berlin Pleite, ist es natürlich so, dass man immer mehr mit denen fliegen wird. Und wenn du jetzt wirklich viel mit EasyJet fliegst, dann finde ich das auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. Hast du Erfahrung mit der Diners Club Karte, die Zutritt zu 800 Lounges ermöglichen soll? Ja, habe ich Erfahrungen. Als ich noch Student war, habe ich die Karte auch immer gehabt, in Österreich. Und das war auch so ein bisschen mein Einstieg mit in die Meilen- und Punktewelt. Also es ist schon relativ lange jetzt her. Das Schöne war damals, dass die Karte nichts gekostet hat. Das war die Diners Do & Co. Karte in Österreich. Und du bist in die ganzen Lounges reingekommen. Und die einzige Voraussetzung war, dass du die Karte in den letzten 60 Tagen einmal benutzt hast. Ja, und das war jetzt ja nicht so schwer. Hast irgendwas Kleines mit der Karte bezahlt und hast in alle Lounges gehen können. Das ist heute natürlich ein bisschen schwieriger. Das ist eingeschränkter. Aber es gibt auf jeden Fall immer noch solche Karten, wo du in die Lounges reinkommst. Das unterscheidet sich jetzt ein bisschen. Hier in Österreich sind die ein bisschen anders als in Deutschland. Aber und manche von diesen Karten haben dann auch eine Restriktion, dass du nur 12 Mal im Jahr in die Lounge darfst. Und außerdem setzen sie oft bei Diners Club dann einen Mindestumsatz von 3.600 € im Jahr voraus. Aber gut, das ist, denke ich mal, machbar. Und dadurch kannst du halt dann in die Lounges gehen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Am Flughafen Wien stehen die oft und vermarkten. Genau, die Vintage Card, die Donko, nicht die Donko, die Diners Club Vintage Card. Und die, da ist es, glaube ich, so, dass du also ohne Limit in die Lounges gehen kannst. Und ja, und dafür musst du halt, glaube ich, noch die 3.600 € Mindestumsatz machen. Also ist eigentlich eine der günstigsten Möglichkeiten, um in die ganzen freien Flughafen-Lounges zu kommen. Es ist dann ähnlich wie der Priority Pass, den du auch mit der Amex Platin dabei hast. Das ist halt einfach ein freies Lounge-Netzwerk, wo du weltweit Lounges findest. Die Lounges sind halt vom Ambiente und vom Angebot oft eher ein bisschen schlechter als die Lounges der Airlines. Aber ja, es ist trotzdem auf jeden Fall besser, da reinzukommen, als nicht reinzukommen. Und die super Sache ist, dass du auch reinkommst, wenn du jetzt halt mit einem Billigflieger unterwegs bist. Also so eine Diners Club Karte kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Genau. So. Ja, würdest du eine Miles & More Kreditkarte empfehlen? Wenn ja, welche? Ja, ich habe sie halt auch immer die goldene Karte recht lang gehabt. Ich war auch immer sehr zufrieden mit der Karte. Auch jetzt, was die Versicherungen angeht, wo ich mal was reklamieren musste, also meinen Flug nicht antreten konnte aufgrund von einer Krankheit und das haben die anstandslos erstattet. Also ich war wirklich sehr zufrieden mit der Miles & More Goldkarte. Leider ist es halt dann so, dass du mittlerweile nur noch
eine Meile für 2 Euro bekommst. Und ich habe die halt damals auch gekündigt, weil mich das ein bisschen genervt hat, weil mir das eigentlich ein bisschen zu wenig ist. Ja, das ist halt jetzt die bittere Pille, die du mit der Karte schlucken musst. Aber ansonsten, gerade wenn du Meilen hast und keinen Status hast, dann ist die Karte auch ideal, dass dir deine Meilen nicht verfallen. Ja, und da musst du eigentlich nur noch entscheiden, möchtest du das Versicherungspaket, was dabei ist, dann würde ich die goldene Karte nehmen. Ansonsten tut's auch die White oder die blaue Karte. Es ist jetzt natürlich so, dass das Versicherungspaket auch ganz cool ist, vor allem, weil du auch eine Mietwagen-Vollkaskoversicherung dabei hast. Wobei ich glaube, gelesen zu haben, dass die das eingestellt haben. Das muss ich mir nochmal anschauen. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf. War aber immer dabei mit einer 250 Euro Selbstbeteiligung. Und das war für mich damals eben auch immer der Grund, diese Karte zu haben, weil ich mir es dann oft gespart habe, extra immer diese Vollkaskoversicherungen für die Mietwagenbuchungen abzuschließen. Ja, deswegen bin ich eher auf jeden Fall ein Amex-Freund mittlerweile, einfach weil du bei der Amex mit dem aktivierten Turbo und dann das Umwandeln über Payback zu Miles & More, wie ich es mal auch auf der Homepage erklärt habe, hast du im Endeffekt dann mehr Punkte, mehr Miles & More Meilen. Das heißt, du bekommst dann pro Euro 0,75 Meilen, anstatt wenn du einfach nur die Miles & More Kreditkarte hast. Jetzt ist es aber auch so, in Österreich, weiß ich, gibt es auch noch Miles & More Karten, wo du eine Meile pro Euro bekommst. Aber in Deutschland eben nicht. Ausnahme ist, wenn du selbstständig bist, dann kannst du dir die Miles & More Business Gold Karte oder eine andere Miles & More Business Karte nehmen und dort bekommst du wieder eine Meile pro Euro. Also wenn du eben die Möglichkeit hast, diese Karten zu nehmen, dann würde ich auf jeden Fall diese nehmen. Meinst du auch, dass es immer besser ist, mit meinen Prämienflüge zu buchen, anstatt bei gebuchten Flügen abzugraden? Weil man nur upgradet, sammelt man ja auch wieder und bei Prämien meinen keine. Mhm. Also, ist wieder eine Sache vom Vielfliegerprogramm? Meistens ja. Vor allem was Miles & More angeht, es macht eigentlich kaum Sinn, dort Flüge abzugraden. Upgraden macht eigentlich nur Sinn, wenn du ein relativ teures Ticket gebucht bekommst, zum Beispiel von deiner Firma, und du hast einen Haufen Meilen und möchtest eine Klasse höher fliegen. Und dann sagst du, passt, du gradest es ab. Aber ansonsten ist es halt auch wieder relativ teuer und zum anderen geht es meistens nur aus den höheren Buchungsklassen. Da hat sich jetzt in letzter Zeit auch einiges getan. Also das heißt, gerade auf Europastrecken geht es auch aus den günstigen Buchungsklassen. Aber prinzipiell ist einfach, sehe ich den Gegenwert auch nicht so. Und bevor ich mir den Stress antue, ein relativ teures Ticket zu buchen in Economy und dann noch Meilen einzusetzen, um die abzugraden in Business, dann kann ich gleich eigentlich einen Business Award buchen, meiner Meinung nach. Weil dann habe ich ja trotzdem wieder den Stress, in Anführungszeichen, mir zu schauen, gibt es jetzt einen Awardplatz für den Flug? Ich weiß nicht sicher, ob ich den jetzt upgraden kann. Und ja, und selbst wenn du Business buchst, ich habe im Sommer einen Flug nach Bogotá mit Lufthansa in Business, beziehungsweise der Rückflug geht mit Lufthansa. Und das könnte ich jetzt upgraden, ist natürlich die günstige Business-Buchungsklasse P. Und ich habe gedacht, naja, schauen wir mal, ob wir vielleicht in die First mal wieder upgraden können. Aber ich habe dann geschaut und es ist relativ teuer. Das heißt, ich würde eigentlich nochmal, glaube ich, 70.000 Meilen pro Person drauflegen müssen, nur jetzt, um in die F abzugraden, was es mir das einfach nicht wert ist, weil für ein paar Meilen mehr kann ich mir schon einen First Class Award darunter buchen. Und deswegen finde ich einfach, dass es sich das in den seltensten Fällen lohnt. Bei Air Berlin war das super. Da habe ich das immer gemacht. Da habe ich immer einen billigen Economy-Flug in die USA gebucht. Am besten noch an die Westküste und habe dann mit 25.000 Top-Bonus-Meilen abgegradet. Aber gut, ich will nicht immer so viel über Air Berlin reden, die gibt's ja nicht mehr.
Aber das war halt wirklich ein phänomenaler Gegenwert, ja. Und so hast du wirklich, da hat sich das Upgraden gelohnt. Und es gibt sicher auch Vielfliegerprogramme, wo sich das heute noch lohnt. Aber ja, ich kenne auch nicht alle Programme auf der Welt. Das heißt, hier im deutschsprachigen Raum lohnt sich das tendenziell eher nicht. Gut. Genau. Ich habe gerade über Revolut meine Müllgebühren bezahlt. Wird über Maismore Gold ab ohne Gebühren und Punkte bekommen. Okay. Ja, es gibt natürlich ein paar Tricks. Gerade Stichwort Manufactured Spending. Also wenn du dann probierst, Ausgaben künstlich zu erzeugen oder auch, wie jetzt in dem Fall Müllgebühren oder Miete über eine andere Karte, jetzt in dem Fall die Revolut, laufen zu lassen, die dann wieder mit deiner meilenfähigen Kreditkarte verlinkt ist. Kann man auf jeden Fall sich anschauen, müsste ich mir jetzt auch mal im Detail anschauen. Also wenn sowas geht, ich würde mich auch immer gern über solche Tipps freuen. Also schreib mir sonst einfach mal eine E-Mail. Dann mache ich da mal demnächst ein Video drüber, nachdem ich das ausprobiert habe. Ja, dann gibt es ein Fan-Treffen, Flo, können wir gerne mal machen. Müssen wir uns mal ausmachen. Aber motiviert wäre ich da natürlich auf jeden Fall. Wieso kommt meine Frage nicht? Günther, es tut mir leid, wenn ich dich vergessen habe. So, ich schaue gerade mal. Nee, tut mir leid. Also ich sehe nur von dir die Kommentare, kommt meine Frage nicht an. Miete zahlen über Revolut und mit der LH Goldkreditkarte. Ja, wie gesagt, muss ich mir mal anschauen bis zum nächsten Mal. Ich habe schon mal gehört, dass sowas gehen sollte. Da ich selbst keine Revolut-Karte habe, muss ich das einfach mal ausprobieren. Wenn ich zum Beispiel einen Flug bei Lufthansa gebucht habe, kann ich die Miles-Punkte bei einer anderen Airline überschreiben. Ja, also klar, wenn du einen Flug bei der Lufthansa gebucht hast, dann kannst du die Meilen bei jeder Star Alliance Airline gutschreiben lassen, wenn denn deine gebuchte Buchungsklasse meilenfähig ist. Sprich, wenn du jetzt einen Flug in der Buchungsklasse H buchst, dann kannst du dir aussuchen, bei welchem Vielfliegerprogramm der Star Alliance du diesen Flug gutschreiben lässt. Also das geht auf jeden Fall. Wenn sie allerdings einmal bei einem Vielfliegerprogramm gutgeschrieben sind, dann ist das bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmefälle nicht mehr möglich, diese Meilen dort zu löschen und woanders gutzuschreiben. Das heißt, das musst du dir wirklich vorher überlegen. Am besten beim Online-Check-in gleich direkt deine Kartennummer eintragen von dem Programm, wo du die Meilen gutschreiben lassen möchtest. Die Swiss, lieber Günther, benutzt ja auch Miles & More. Das heißt, das ist eigentlich egal. Du musst dir einfach mal überlegen, bei welchem Vielfliegerprogramm du sammeln möchtest. Die Airline an sich ist dann eher sekundär. Gut. So, wo waren wir jetzt? Okay, du TryFly, vielen Dank, dass du mich korrigierst. Also nochmal zu Diners Club Vintage Card. Brauchst du keine 3.600 Euro Mindestumsatz. War mir jetzt auch nicht so bewusst. Nur in den letzten Tagen ein Umsatz. Also dann ist es eigentlich mittlerweile wieder ähnlich wie damals 2011 die Don Co. Diners Karte. Das ist natürlich super, ja. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo ich stehen geblieben bin. Gut. Genau. Also du, TryFly, hat die Karte eben auch. Philipp fragt, fliegst du oft mit Ryanair? Selten. Als Student bin ich viel mit denen geflogen. Ich habe damals auch ein halbes Jahr in Spanien gelebt und das war einfach damals die billigste und beste Option, rumzukommen. Heutzutage eher selten, ganz einfach, weil
sie meistens nicht zu den Zeiten fliegen, wo ich fliegen möchte. Und außerdem natürlich probiere ich es auch zu vermeiden, soweit es natürlich geht. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich da nicht reinsetze, aber ja, ich sag mal, wenn jetzt ein Flug, wo ich in die Lounge komme und meine Status-Benefits habe, nicht viel teurer ist oder nicht wirklich bedeutend teurer, dann bin ich doch eher geneigt, den anderen zu buchen. Klar, ich bin schon mit den allermeisten Airlines in Europa geflogen, also ich würde mich da genauso oder setze mich da genauso rein. Gibt ja immer viele Leute, die dann sagen, so, mit denen kannst du nicht fliegen, weil alles viel zu schrecklich, aber ja, mein Gott. Kennst du Travel Deals? Ja, natürlich, das ist eins von den ganzen Schnäppchenportalen, die es da so gibt, die sich die Mühe machen, immer die ganzen guten Angebote rauszusuchen, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie kommt man in Österreich am besten an Meilen? Was sind deine Erfahrungen? In Österreich ist es halt ein bisschen schwieriger als in Deutschland, weil es tendenziell weniger Partner gibt von Miles & More. Gerade so die Sachen wie die Commerzbank, wo du dir einfach nur mal ein Konto machen musst und dann 3 Monate jeweils 1200 Euro rüber überweisen musst und dann 10.000 Meilen und noch 100 Euro obendrauf bekommst. So, das sind, glaube ich, so grob die Bedingungen. Das habe ich auch vor Jahren mal gemacht. Das hast du halt in Österreich nicht so sehr. Und vor allem, was du in Österreich nicht hast, sind die ganzen Möglichkeiten mit den Zeitungsabos. Da musst du jemanden in Deutschland kennen, wo du dann das Altpapier hinschicken kannst. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier genauso Aktionen. Es gibt ja von Austrian Airlines eigene auch Kreditkarten, Miles & More Kreditkarten, wo du Meilen sammeln kannst. Amex gibt es genauso in Österreich. Dort bekommst du genauso viele Punkte. Also vor allem für die Gold bekommst du auch 15.000 Punkte. Und und jetzt gibt es eben seit letztem Jahr auch ganz neu Payback. Also das ist jetzt was auch mehr und mehr in Österreich ausgerollt wird. Das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, gerade wenn es dann hierzulande auch die ganzen netten Coupons gibt und geben sollte. Was leider ein bisschen blöd ist, ich habe eine deutsche Payback-Karte seit Jahren und wollte die dann jetzt hier in Österreich auch einsetzen. Das geht leider nicht, weil anscheinend sind das wieder verschiedene Systeme. Gut. Schon mal bei der Austrian für 15 Euro Essen von Do & Co. dazu gebucht? Falls ja, wie bewertest du es? Ja, habe ich schon gemacht. Und zwar vor 2 Jahren, da war ich viel in Paris oder in Frankreich und hatte dann immer den Lumpensammlerflug um 7:45 zurück. Und irgendwann, und die Hour in Charles de Gaulle ist am Billigflieger-Terminal in 2D. Und da gibt es auch eine Lounge, wo man sogar rein darf. Aber irgendwann konnte ich da auch diesen Nudelsalat da nicht mehr sehen. Und der hing mir so zum Hals raus. Und dann habe ich mal angefangen, das Do & Co. Essen zu buchen. Und das ist wirklich, wirklich gut. Und vor allem für 15 Euro, also gerade wenn du in Frankreich zahlst, ja auch bedeutend mehr fürs Essen, kriegst dementsprechend auch was Gutes. Fand ich dann, nachdem ich das immer die Preise dort gewohnt war, dann gar nicht teuer. Und ist wirklich gut. Also es gibt, ich glaube, 7, 8 verschiedene Gerichte. Und ich habe dann mal ein paar davon durchprobiert. Kann man wirklich nicht darüber meckern. Also kann ich sehr empfehlen. Und natürlich, deine Sitznachbarn schauen dann ein bisschen neidisch, was du da so serviert kriegst, wenn es immer heißt, süß oder salzig. Dann Savas fragt, hallo, ich sammle schon fleißig über Payback und der Amex. Wie komme ich am besten an gute Flüge von Starlines? Weil Lufthansa ist nicht immer die beste Lösung. Ja, kommt natürlich darauf an, wo du hin möchtest und wie du gute Flüge definierst. Also sind das jetzt Kurzstreckenflüge, Langstreckenflüge? Davon hängt das natürlich auch ab. Mit Amex kannst du Folgendes machen. Die SAS ist ein Transferpartner von Amex. Das heißt, du könntest deine Punkte zu SAS Eurobonus, das ist das Vielfliegerprogramm von der skandinavischen Airline, rüberschieben und dir dann dort auch Awardpunkte anschauen, Awards raussuchen.
Dann, Günther, ich glaube, jetzt ist deine Frage endlich da. Wenn ich einen Flug zum Beispiel bei Lufthansa gebucht habe, kann ich die Meilen dann zu einer anderen Airline überschreiben? Achso, das hatten wir vorher schon. Also wie gesagt, du musst dir einfach das Vielfliegerprogramm raussuchen, wo du die Meilen gutschreiben lassen möchtest. Hast du eine Urlaubsempfehlung für diesen Sommer? Ja, das ist halt auch so eine Sache. Das ist eine sehr subjektive Sache, was du unter Urlaub verstehst und wo du gerne hin möchtest. Ich bin ja jemand, mich kann man mit Massentourismus und Stränden eigentlich eher jagen. Von daher, ich habe auch mal ein halbes Jahr in Finnland verbracht. Eins meiner präferierten Reiseziele für den Sommer eher Skandinavien, weil es dort bedeutend ruhiger ist und ich auch ein Mensch bin, der die Natur sehr gern mag. Das heißt, ich würde einfach, wenn ich noch nichts vorhätte und viel Zeit hätte, würde ich nach Skandinavien rauffahren, beziehungsweise ins Baltikum. Und sonst generell, also eine Gegend, die mir sehr gut gefallen hat. Ich war letztes Jahr auf meiner Weltreise 2 Monate oder eigentlich fast 3 Monate im russischsprachigen Raum. Das heißt, von der Mongolei dann über Sibirien nach Kasachstan und Kirgisistan. Und gerade Kasachstan und Kirgisistan hat mir wirklich gut gefallen. Das ist eine Gegend, die im Sommer wunderschön ist. Es ist voll sicher dort eigentlich und es ist auch relativ günstig und du kommst eigentlich auch ganz gut hin in 5-6 Stunden. Das wäre auch auf jeden Fall ein Tipp, den ich dir geben könnte. Ist eine Region, wo jetzt nicht so viele Leute hinfahren. Das heißt, das könntest du dir mal anschauen. Natürlich ist es vorteilhaft, wenn du Russisch kannst, aber ich bin auch halbwegs so irgendwie durchgekommen. Genau, also Hook 300 war auch sehr begeistert vom Don-Co-Essen, kann ich eben auch zustimmen. Fan-Treffen am Flughafen Frankfurt. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, dazu muss das Ganze mal noch ein bisschen wachsen. Aber auf jeden Fall habe ich auch auf der Agenda, sowas dann mal zu machen. Günther, nochmal, sorry, wie überschreibe ich jetzt genau zu Swiss beim Check-in? Also du musst gar nichts überschreiben. Du musst einfach, wenn du eincheckst, entweder am Schalter oder beim Online-Check-in, dann hast du dort ein Feld Vielfliegerprogramm und Vielfliegernummer. Und dort wählst du dann einfach dein Programm aus, wie jetzt in dem Fall Miles & More, und gibst deine Vielfliegernummer ein, also die Nummer, die auf deiner Miles & More-Karte steht. Und dann sollten die Meilen automatisch gut geschrieben werden. Wenn das nicht passiert, was manchmal passieren kann, dann gibt es beim Miles & More ein Formular, wo du das nachtragen lassen kannst. Da habe ich auch mal ein Video darüber gemacht und einen Artikel dazu geschrieben. Das kannst du dir auch mal anschauen. Findest du einfach hier auf dem Kanal. Wie viel Zeit investierst du vor deiner Reise, den idealen Tarif zu finden? eigentlich schon relativ viel Zeit. Man muss halt unterscheiden, wenn ich jetzt sage, ich möchte an einen bestimmten Ort, dann ist es wahrscheinlich, schaue ich mir schon die Optionen genau an. Was Urlaub bei mir angeht, ich bin halt auch immer relativ flexibel. Ich habe zum Beispiel eben jetzt vor ein paar Monaten Flüge nach Bogotá gefunden, spottbillig. Und wenn ich sehe, es gibt halt sehr günstige Flüge irgendwohin, dann buche ich die einfach und mache mir dann nachher Gedanken. Aber dann beobachte ich das eigentlich schon relativ genau, auch wie sich die Fares entwickeln. Wenn ich jetzt weiß, ich muss an einen bestimmten oder ich möchte an einen bestimmten Ort, dann verwende ich da schon relativ viel Zeit. Stell mir auch mal einen Alert dann ein. Ich gucke da ganz gerne über Google Flights. Da kannst du dir auch immer Alerts setzen, wenn die Preise dann mal rauf oder runter gehen. Aber das ist einfach auch ein Hobby von mir. Ich spiele ganz gerne einfach in den Flugsuchmasken rum und schaue, wo es günstig hingeht oder wie ich an einen Ort halbwegs günstig
kommen könnte. Aber ich meine, es ist jetzt auch keine Rocket Science. Also ja, da gibt es dann manchmal dann auch gar nicht so die Geheimnisse. Also wenn du jetzt einfach sagst, du willst nach London an den Daten, dann ja, gibt es halt nur das, was dir die Flugsuche ausspuckt. Das Einzige, was du halt machen kannst, wo ich eben auch neulich das Video veröffentlicht habe, dass du sagst, du bist flexibel. Also ich schaue dann oft auch, wenn mir das jetzt zu teuer ist, kann ich nicht von woanders abfliegen oder kann ich nicht woanders hinfliegen oder wenn ich den Tag noch einen Tag verschiebe, wenn ich da noch Zeit haben sollte, dann geht oft noch was beim Preis. Also das sind halt eigentlich so die ganzen Tricks. Mehr gibt's da eigentlich kaum. Und sonst eben bei Urlaubssachen, da warte ich halt mal, bis mal wieder irgendwie ein super Schnäppchen reinkommt und dann schlage ich dazu. Denkst du, dass es bald wieder ein Angebot der Austrian Miles & More Kreditkarte gibt? Tja, kann ich dir leider nicht sagen. Habe ich jetzt leider die Glaskugel nicht da. Gab es auf jeden Fall schon in der Vergangenheit, aber ich kann dir leider nicht sagen, wie regelmäßig das jetzt kommt. Bei der deutschen Karte habe ich da ein bisschen mehr den Überblick. Da ist es eigentlich meistens so, dass sie gerade im Januar, Februar dann eben eine schöne Bonusaktion raushauen. Bei Austrian muss ich das jetzt selber mal beobachten. Gibt es deiner Einschätzung nach enorme Überkapazitäten in Wien? Oh ja, das ist eine sehr schöne Frage. Da lasse ich mich gerne ein bisschen dazu aus. Definitiv. Also in Wien, ich verfolge das ja auch mit großem Interesse, den Werdegang der Auer. Und meiner Meinung nach haben die ein massives Problem, was jetzt so in den Medien noch nicht zu finden ist. Aber ich meine, Wien, muss man immer wissen, war die letzten Jahre eigentlich immer so das Revier der Auer. Und jetzt im Zuge der Air Berlin-Pleite ging das richtig los, dass da viele, viele Billigflieger hingekommen sind und wirklich massiv die Fares nach unten getrieben haben. Das ist jetzt natürlich was in ganz Europa passiert, aber gerade in Wien ist das wirklich extrem. Gerade Level hat letzten Sommer da, ich weiß nicht, 100, 200.000 Ein-Cent-Tickets auf den Markt geworfen. Und dementsprechend hast du Ryanair jetzt massiv. Die haben davor immer gesagt, nein, Wien ist viel zu teuer, wir fliegen nur nach Bratislava. EasyJet sowieso auch. Ja, Laudamotion, wo sich Ryanair natürlich eingekauft hat. Also da ist das wirklich was los. Massive Überkapazitäten. Du kannst die Flieger immer füllen, aber dementsprechend gehen halt dann die Fares runter. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es die nächsten Jahre massiv hart werden wird für die Auer, dort noch profitabel zu sein, weil du darfst ja nicht vergessen, die waren bis 2012, glaube ich, um den Dreh rum, 13 hat man es gerade mal dann wieder geschafft, in die schwarzen Zahlen zu fliegen. Oder vielleicht war es sogar erst 14, ich weiß es gar nicht mehr. Und davor hat man immer massiv rote Zahlen geschrieben. Und jetzt, wo die Fares so massiv runtergehen und das Fliegen in Europa geschenkt ist, wie eigentlich noch nie zuvor. Also es war schon in der Zeit um 2007 oder so, war es schon sehr billig. Aber dann sind die Fares nach oben geklettert und jetzt ist das alles spottbillig, werden die massive Probleme bekommen, meiner Meinung nach. Und ich bin auch überzeugter Aktionär von Ryanair und von EasyJet. Aber so eine Aktie wie die Lufthansa würde ich niemals anfassen. Also zumindest momentan nicht, weil ich einfach sehe, dass Airlines wie Ryanair und EasyJet einen massiven Wettbewerbsvorteil haben, dadurch, dass sie einfach eine viel niedrigere Kostenstruktur haben, als das jetzt eine Auer oder auch eine Lufthansa jemals haben kann. Und klar, Eurowings geht in die Richtung, aber ja, da wird man nicht damit konkurrieren können. Und dann, meiner Meinung nach, wird man sich da einfach, ja, muss man schauen, was mit der Auer passiert in Wien. Aber wenn das so weitergeht, ist das auf jeden Fall schwierig. So, wo waren wir? Passt, könnte, das ist super. Gut. Gibt es auch einen Trip-Report von dir?
Ja, ich meine, ich hab mal versucht, da ein paar zu machen. Ich bin jetzt natürlich kein professioneller Filmemacher. Ich mache das, alles, was ich hier tue, ist mein reines Hobby, was ich neben meiner Vollzeitarbeit mache. Und ich meine, die Jungs von Global Traveler, die machen wirklich super Videos. Die schaue ich mir auch gerne an. Ja, von daher, ja, ich habe mal First Class Trip Report habe ich mal gemacht. Turkish Business Class Report habe ich mal gemacht. Die findest du auf meinem Kanal. Aber ja, das ist natürlich eher amateurhaft gemacht. Aber ja, mir macht es Spaß, wenn ich Zeit habe, dann filme ich da mal ein bisschen mit und schneide solche Reports zusammen. Und ich habe jetzt eigentlich auch vor, nächste Woche, am Wochenende, fliege ich mit der KLM in der 747 Business Class. Das ist eben auch ein lang gehegter Traum von mir. Ich bin schon öfters KLM Business Class geflogen, aber noch nie auf 1A. Und bevor der Jumbo ganz weg ist, möchte ich eben mal noch auf 1A auf einem Flug sitzen. Deswegen habe ich mir das Ticket gebucht und dort will ich auch einen kleinen Trip Report machen und vielleicht auch dann zurück mit der Iberia im A350. Wo bekomme ich den One World Sapphire Status am einfachsten und günstigsten? Ja, günstigsten, einfachsten ist relativ, kann ich dir jetzt pauschal nicht beantworten. Also da habe ich jetzt keinen Trick auf Lager wie den FTL mit Lot in der Dash hin und her hüpfen. Ja, aber ich sag mal, der Sapphire-Status ist natürlich was, also das ist eben der Gold-Status von der One World Allianz. Ja, es kommt halt auch immer darauf an, wie viel du jetzt mit One World fliegst. Also wenn du eh relativ viel mit denen fliegst, sollte es bei denen eigentlich ganz gut möglich sein. Aber ich kann dir da jetzt leider pauschal keinen Trick nennen. Muss ich mich selbst auch mal ein bisschen einlesen. Aber es hängt halt auch sehr von deinem Flugverhalten ab. Ich finde, sowas macht eigentlich dann nur Sinn, wenn du eh öfters mit der Allianz unterwegs bist. Flo sagt, ich habe 14 Ein-Cent-Tickets gekauft von Wien. Sehr schön. Ich habe leider keine Zeit gehabt im Sommer, aber ich habe das auch mitverfolgt. Und Flo ist auch Ryanair-Aktionär. Bei welchem Kurs siehst du Ryanair Holdings im Verlauf des Jahres? Und ja, also gut, hier soll es zwar nicht allzu viel um Aktien gehen, und ich habe, wie gesagt, keine Glaskugel. Von daher macht es überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach, da irgendwelche Prognosen abzugeben. Aber wenn du wissen willst, bei welchem Kurs ich eingestiegen bin, ich habe in letzter Zeit da nachgelegt, weil ich denke, dass Ryanair zurzeit sehr günstig zu haben ist. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Warst du schon mal auf einer Hauptversammlung bei einer Airline? War ich noch nicht. Habe ich noch keine Zeit gehabt. Zu Do & Co. wäre ich gerne mal gegangen, aber habe ich auch noch nicht geschafft in Wien. Aber ansonsten, da ich eigentlich da in dem Bereich nur bei Ryanair und EasyJet investiert bin, habe ich es noch nie nach Dublin oder nach UK geschafft zur Hauptversammlung. Aber wäre sicher mal interessant. Gut, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde gemacht. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal noch ein paar letzte Fragen und dann beenden wir das für heute. Ja, Philipp sagt, solange kein Ryanair-Flieger abstürzt, wird die Aktie steigen. Ja, also das ist natürlich eher, sag ich mal, klar, wenn es irgendwann mal ein Unglück gibt, wirkt sich das auf den Aktienkurs aus, aber das ist eher was, sage ich mal, was ich nicht mit einbeziehen möchte, da in solche Überlegungen einfach, weil das einfach eine Sache ist, die man sich nie wünschen kann. Und nee, Post habe ich nicht von denen bekommen. Nee. Welche Starlines Clubkarten hast du? Also bei welchen Vielfliegerprogrammen ich sammel? Ja,
hauptsächlich, wie ja bekannt ist, bei Turkish Airlines Miles & Smiles, weil ich da meinen Goldstatus immer habe. Da schaue ich, dass ich einfach alle 2 Jahre nur genug Meilen mehr oder weniger sammle, um den Status zu verlängern. Und sonst sammle ich hauptsächlich bei Miles & More. Ich habe aber auch noch bei einigen anderen Accounts Vielfliegerprogrammen Accounts, zum Beispiel bei ANA habe ich den Account recht lang genutzt, nur um Awards zu suchen. Das ist heutzutage auch kaum nicht mehr so nötig, weil du einfach die Awards heute schon recht bequem online bei Miles & More suchen kannst. Bei United habe ich aus dem gleichen Grund mal einen Account gehabt. Aber das sind eigentlich hauptsächlich meine 2 Accounts, wo ich sammle, also bei, oder meine 2 Vielfliegerprogramme bei der Starlines. Von Ryanair habe ich noch nie Post bekommen. Also gerade in Bezug auf Hauptversandung oder so, nein. Und Philipp meint auch, ich meine, weil die Methoden von Ryanair fragwürdig sind. Ja, das ist halt eine sehr persönliche Entscheidung, die man treffen muss. Also wenn man sich entscheidet, bei einem Unternehmen investiert zu sein, dann finde ich das halt sehr wichtig, dass man auch die Werte dieses Unternehmens vertreten können muss. Für mich persönlich passt das bei Ryanair. Ich denke, dass Ryanair eben auch sehr viel negative Publicity erfährt. Ich finde es teilweise auch ungerechtfertigt. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Ich kann mich mit dem Geschäftsmodell anfreunden. Lieber persönlich ist mir EasyJet eigentlich von den Werten her noch als Ryanair. Aber ich kann hinter beiden Unternehmen stehen und ich finde, dass beide Unternehmen einen super Gegenwert oder einen super Wert für den Kunden bringen. Ja? Und ich meine, die ganzen Diskussionen, die es dann immer in der Presse gibt, Ryanair beutet die Mitarbeiter aus und bla bla bla. Ja, das mag sein, dass es manche Leute so sehen, aber wie gesagt, da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich will da auch gar nicht jetzt zu sehr meine abgeben. Ich sage nur, ich persönlich stehe eigentlich hinter meiner Entscheidung, in diesen Unternehmen investiert zu sein, weil ich finde, dass sie einen super Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Und ich, ja, gut. Dann sagt Philipp noch, die ganzen Mayday-Calls von Ryanair aufgrund von Spritmangel. Das habe ich mir natürlich, das ist schon ein paar Jahre her, das habe ich mir natürlich auch intensiv angeschaut damals. Ich lese auch immer den Aviation Herald, also wer das nicht kennt, avherald.com, glaube ich. Da macht der Simon, das ist ein Salzburger, leistet eine super Arbeit, weil er eben die ganzen Incidents und Accidents in der Luftfahrt protokolliert und versucht, die Informationen zusammenzutragen, wie es zu diesen Vorfällen in der Luftfahrt gekommen ist und kommen konnte. Und ich denke, das ist halt auch eine Sache mit diesen 3 Mayday-Calls über Spanien, die dann von den Medien wieder extrem hochgekocht wurden. Es ist ganz klar, dass bei Ryanair vielleicht die Anweisungen etwas anders noch sind als bei der Lufthansa. Bei der Lufthansa sagt man halt einfach noch, aus früheren Zeiten, ja, der Pilot nimmt so viel Sprit mit, wie er will. Sicher hat er seine Vorgaben und die waren halt bei Ryanair ein bisschen niedriger. Aber trotzdem gibt es ja genaue Vorgaben, wie viel Sprit ein Flugzeug mitzunehmen hat und was die Minimumreserve ist, unter der es nicht landen darf. Und wenn das passiert, dann gibt es eine riesen Investigation. Und von daher, glaube ich, war das meiner Meinung nach was extrem hochgekocht wurde von den Medien. Also ich würde mir überhaupt keinen Stress machen, in ein Ryanair-Flugzeug einzusteigen. Absolut nicht. Günther, Revolut schaue ich mir mal an. Klingt auf jeden Fall gut. Passt, genau. Und Flo hat da noch ein Video auch noch dazu gepostet. Habe ich gerade freigegeben. Könnt ihr euch noch anschauen.
Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nächste Woche geht es weiter wieder mit den nächsten normalen Videos. Und ich werde es jetzt immer so eintakten. Normales Video, eine Meilensprechstunde und dann einmal im Monat so eine Live-Session. Gut, also bis dahin. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Bis bald, euer Patrick.